Dorf zu sein, das ich eigentlich nur von der Autobahn irgendwann im Stau stehe. Nachdem vorher eh der Verkehrsfunk schon durchgesagt hat, Stau zwischen Losdorf und Böchland oder so in der Art. Und jetzt bin ich heute endlich einmal nach Losdorf gekommen, habe aber auch nicht viel gesehen, weil da war schon finster. Nein, ich freue mich wirklich, dass ich da sein darf. Vor allem zu diesem Anlass, heute das Buch von der Ines und der Marianne, Auszüge daraus zu lesen. Und ich hoffe, ich kann Ihnen damit ein bisschen mitreißen. Hoppala. Ich habe auf den ersten Blick kein allzu schweres Leben. Ich wurde nie geschlagen, misshandelt oder missbraucht. Ich lebe in einer relativ normalen Familie, habe drei Geschwister und meine Eltern sind glücklich verheiratet. Es fehlt uns eigentlich an nichts. Soweit scheint alles perfekt und deine Skepsis berechtigt. Doch da gibt es etwas, was du noch nicht weißt. Ich kam mit einer Körperbehinderung auf die Welt und das macht mein Leben um einiges komplizierter. Ich bin seit meiner Kindheit nahezu ununterbrochen krank gewesen und habe seit meinem 16. Lebensjahr eine schwere Depression. Gleich einer Selbsttherapie möchte ich hier mein Leben niederschreiben, um es mit anderen zu teilen, um vielleicht dem einen oder anderen damit zu helfen. Es gibt einiges zu erzählen, was für mein Leben entscheidend war, vor allem über meine Eltern. Hätten sie sich nicht kennengelernt, würde es mich nicht geben oder ich wäre zumindest jemand ganz anderes, als ich es jetzt bin. 1987 beschlossen meine Eltern zu heiraten. Wieder ein Jahr darauf erblickte mein Bruder Stefan das Licht der Welt. Meine Eltern entschieden sich 2 Jahre nach der Geburt meines Bruders, ein weiteres Kind zu bekommen. Der Wunsch erfüllte sich schneller als gedacht. Einen Tag, bevor meine Mutter den Frauenarzt besuchen wollte, da sie schon den Verdacht hatte, schwanger zu sein, träumte sie, sie würde Drillinge bekommen. Tags darauf war sie daher kaum überrascht, als der Arzt ihr mitteilte, dass es 3 Babys werden sollten. Die erste Reaktion meines Vaters, als er seine Frau mit 3 Mutter-Kind-Pässen nach Hause kommen sah, war die ebenso einfache wie praktische Feststellung, das Auto ist zu klein. Am 30.08.1991 wurden wir 10 Wochen zu früh per Kaiserschnitt auf die Welt geholt. Mama erzählt immer, dass der OP voll mit Leuten war. Für jedes Baby ein eigenes Team mit Arzt, Kinderkrankenschwester und anderen wichtigen Leuten. Die Geburt verlief also soweit ganz gut. So gut mein Start war, so schnell änderte sich mein junges Leben, da ich mein Frühchengewicht ewig nicht auf das normale Geburtsgewicht bringen konnte. Und vorher durfte ich nicht zu meinen Geschwistern heim. Meine steile Krankenhauskarriere habe ich also bereits mit wenigen Tagen begonnen und es sollte sich auch nicht ändern. Als ich dann endlich nach Hause durfte, war soweit alles gut. Jedoch stellte der Kinderarzt nach wenigen Monaten fest, dass ich in der Entwicklung immer mehr zurückblieb. Mit 6 Monaten wurde diagnostiziert, dass ich Spastiker bin. Kurz gesagt, meine Bänder sind verkürzt und die Ärzte meinten, ich werde niemals gehen, geschweige denn frei sitzen können. Wie man sich vorstellen kann, war das für meine Eltern ein großer Schock. Doch sie haben sofort mit den notwendigen Physiotherapien für mich begonnen. Allgemein muss man sagen, dass meine Eltern immer akzeptiert haben, wie ich bin. Egal was war und was noch kommen wird, meine Eltern haben mich in allem unterstützt. Sie haben mich nie aufgegeben und immer an mich geglaubt. Sie haben mir geholfen und dabei einen unglaublichen Einsatz geleistet und tun das heute immer noch. Ich hoffe, dass Sie wissen, wie sehr ich Ihnen dafür dankbar bin.
Es gibt einige Menschen in meiner Familie, die meine Behinderung nicht akzeptieren können und auch ganz schlecht damit umgehen. Als Beispiel ist zu erwähnen, dass niemand mein Taufpate sein wollte, außer meine Tante Petra. Ich bin ein sehr ehrgeiziger Mensch, oder war es zumindest mal. Viele meiner Fähigkeiten, die ich nie hätte erlernen sollen, habe ich auch meinen Geschwistern zu verdanken. Ich wollte immer genauso sein wie sie und habe mich sehr bemüht, ihnen hinterherzukommen. Gegen alle ärztlichen Prognosen lernte ich, bis zu meinem 4. Lebensjahr zu sitzen und nach einer orthopädischen Operation auch zu laufen. Zwar konnte ich nie so gehen wie gesunde Menschen, aber ich konnte mich alleine und ohne Hilfe fortbewegen. Das war für alle ein kleines Wunder, vor allem für die, die es mir nicht zugetraut haben. Eine besondere Erinnerung habe ich auch noch an meine Einschulung. Sie ist deswegen so besonders, weil Oma selbst bestickte Schultüten für uns gemacht hatte und die waren riesig. Ach ja, da fällt mir wieder ein, was noch so besonders war. Gleichzeitig zur Einschulung konnte ich auch die ersten erfolgreichen Gehversuche verbuchen. Zwar konnte ich nicht so ins Klassenzimmer hüpfen wie andere Kinder, aber ich schaffte es zumindest hinein. Die Kinder waren in diesem Alter noch viel offener und ich fühlte mich nicht ausgegrenzt. Noch nicht. Sie stellten ganz einfache Fragen und es war für sie normal, dass ich ein bisschen anders war. Später ändert sich dieses Normal in unseren Köpfen. Tragisch, dass der Mensch sich so oft zurückentwickelt. Es gibt nicht viele, die sich ihre Offenheit behalten. Je älter ich wurde, desto weniger fühlte ich mich zugehörig. So begann ich also in die Vorschule, nachdem es bereits eine lange Diskussion gab, ob ich die normale Schule oder die Sonderschule machen darf und kann. Die Volksschule war eine besondere Herausforderung, denn so sehr ich mich bemühte, waren meine Leistungen von Anfang an schwach. Die Lehrerinnen und Lehrer haben immer wieder gedrängt und verlangt, dass ich mehr lernen und üben muss. Doch das war einfach nicht möglich. Einerseits, weil ich sehr oft krank war und andererseits, weil ich ja schon alles versuchte. Auch als meine Mutter den Lehrern schon sagte, wie soll sie denn noch mehr lernen, wenn der Tag nur 24 Stunden hat, trat danach keine wirkliche Besserung ein. Der Druck war hier bereits besonders enorm für mich, denn zu den schulischen Problemen kamen, wie bereits erwähnt, ständig irgendwelche Krankheiten dazu. Ich musste immer wieder ins Krankenhaus und hatte speziell in dieser Zeit auch noch mit dem Kindheitsasthma zu kämpfen. Anfangs waren die Behandlungserfolge nicht sehr gut und der ständige Einsatz von Cortison verursachte ziemlich schnell eine Abhängigkeit. Ich brauchte das Medikament, sobald die Wirkung nachgelassen hatte. Ich bekam eine Stützlehrerin, die zusätzlich und sehr oft nur alleine mit mir gelernt hat. Aber dadurch fühlte ich mich natürlich auch oft ausgegrenzt. So musste ich diverse Diktate separat mit der Direktorin machen und das ist keine einfache Situation für ein kleines Kind. Allgemein ist es mir oft so ergangen, dass ich mich unverstanden gefühlt habe, weil ich gewisse Dinge einfach nicht so gut oder gar nicht konnte. Manchmal ist es mir so vorgekommen, als würde man mehr von mir verlangen, als überhaupt möglich war und gewesen wäre. Das war extrem entmutigend und hat mich nicht motiviert, sondern unglaublich demotiviert. Hallo Tagebuch, ich muss dir was erzählen. Ich hatte einen wirklich schönen Tag. Heute war Faschingsfest in der Schule. Ich liebe diese Feste, da gibt es wirklich viele Süßigkeiten, die sind so lecker. Ich war selbst auch verkleidet, du errätst nie, wer ich war. Harry Potter. Du weißt ja, dass ich ein Fan bin und es war so lustig heute. Diese Erinnerungen zeigen, dass auch ich ein normales kleines Mädchen war,
nur eben mit einem kranken Körper. Ich wollte genauso meinen Spaß haben wie alle anderen auch. Rückblickend auf die Volksschulzeit muss ich trotz allem sagen, dass diese Zeit noch um ein Vielfaches unbeschwerter war, als es die Hauptschulzeit je werden sollte. Zu Beginn der Hauptschulzeit hatte ich noch die Hoffnung, dass ein Schulwechsel und gleichzeitiger Ortswechsel alles besser machen würde. Schon beim ersten Gespräch mit der Direktorin, ob denn ein Kind mit Behinderung hier zur Schule gehen dürfe, lag nicht unbedingt Harmonie in der Luft. Zumindest wurde die Zusage getätigt, dass man Rücksicht nehmen würde und jeder wusste, dass ich mit vielen Krankheiten zu kämpfen hatte. Die Rücksichtnahme war schon bald vergessen und krankheitsbedingte Ausfälle wurden ständig und wiederholt vorgehalten. Zum Beispiel kassierte ich eine Rüge, weil angeblich nur wegen mir eine eigene Konferenz abgehalten werden musste. All diese Anschuldigungen machten sich dann ebenfalls wieder körperlich sichtbar. Ich vermute, dass sehr viele Menschen einen Zwiespalt mit sich selbst haben. Einerseits sind sie von Mitleid befallen und versuchen zu helfen, andererseits ist ihnen der Umgang mit mir vielleicht zu anstrengend und überfordert. Es wirkt oft so, dass Menschen, die mir zu nahe kommen und sich mit meiner Situation auseinandersetzen müssen, ganz schnell wieder Abstand suchen und nehmen. Vielleicht ist es die Angst, zu viel zu sehen, oder die Furcht, dass man diese Eindrücke nicht verarbeiten oder gar wieder loswerden kann? Oder aber ist es eine generelle Angst vor Leid? Vielleicht aber ist es auch einfach zu anstrengend für manche Menschen, sich überhaupt mit dem Thema Anderssein zu beschäftigen. Es gab viele Kinder, denen es Spaß machte, mich zu quälen. Doch drei von ihnen waren besonders eifrig bei der Sache. Lassen wir sie einfach unter den Aliasnamen Tick, Trick und Track durchgehen. Tick zum Beispiel dürfte mein Erscheinungsbild nicht gut gewesen sein und meinen Namen hat er von Ines in Behindikindi umgewandelt. Trick wiederum wollte, dass ich nicht einmal in ihre Nähe komme, denn es reichte schon aus, dass ich an ihr vorbeiging und sie mir drohte, dass sie mir alle Knochen brechen würde. Doch der schlimmste Typ von allen war immer noch Track. Er schien sich zu seiner Aufgabe gemacht zu haben, mich so oft wie möglich zu quälen. Beleidigungen waren an der Tagesordnung. Körperliche Attacken waren bei ihm normal. Hilfe war in der Schule nicht zu bekommen, denn die Direktorin war der Meinung, dass wir uns das selbst ausmachen müssten. Zusammenfassend muss ich leider sagen, dass die Hauptschulzeit eine sehr harte Zeit für mich war. Diese Zeit trägt für mich maßgeblich Mitschuld an meiner Depression. Die schlechten Erfahrungen und Quälereien sind tief in mir verankert. Als ich 10 Jahre alt war, haben wir unseren ersten Computer bekommen. Und nach durfte ich regelmäßig für eine begrenzte Zeit in diese Welt entschlüpfen. Mit 12 Jahren war das immerhin schon eine Stunde am Tag. Bald faszinierte mich das Internet und ich begann mit anderen Kindern zu chatten. Nebenbei entdeckte ich schnell die Liebe zur Webseitengestaltung. Auf der früheren togo.de-Seite hatte ich meine erste kleine Website und ich chattete dort im Kinderchatraum. Doch das war mir bald zu wenig und Schritt für Schritt drang ich immer tiefer in die Weiten des Netzes ein. Als ich mit 14 Jahren endlich einen Computer mein eigen nennen durfte, meldete ich eine eigene kostenlose Homepage an. Natürlich hatte ich zu dieser Zeit noch keine Ahnung von der Materie, aber es gab eben dort auch einen Chat, in dem man sich Hilfe holen konnte, wenn man nicht mehr weiter wusste. So lernte ich Sebastian kennen, der mir alles erklärte und mich an seinem Wissen teilhaben ließ. Wir wurden sehr gute Freunde und chatteten täglich miteinander.
Nach mehreren Wochen dieser virtuellen Freundschaft mischte sich ein Mädchen namens Vivi in unsere Unterhaltungen. Sie war klar darauf aus, uns zu verkuppeln, soweit das eben auf diesem Horizont möglich war. Doch wir waren beide sehr schüchtern und so dauerte es eine Weile, bis sie ihm ein Geständnis herauslocken konnte. Auch mir wurde bewusst, dass er ein Bauchkribbeln in mir auslöste und sich ein Gefühl der Verliebtheit bemerkbar machte. Wir wurden uns von Tag zu Tag vertrauter. Wir telefonierten, skypten und chatteten jeden Tag, solange es uns möglich war. Plötzlich war ich unsterblich in einen 16-jährigen Jungen aus Deutschland verliebt, den ich persönlich nie getroffen hatte. Einen Jungen, mit dem ich über Gott und die Welt reden konnte, der mich akzeptierte, wie ich war. Sebastian wusste über meine Behinderung Bescheid und trotzdem war ihm diese Tatsache völlig egal. Schließlich tauschten wir auch Bilder aus und ich bekam ein Bild von ihm und seinem Freund. Und das, was ich zu sehen bekam, gefiel mir mehr als nur gut. Seiner Beschreibung nach war er der große, schlanke Junge mit den schwarzen Haaren und den braunen Augen, also genau mein Typ. Der andere Junge war etwas korpulenter mit Brille und wirkte auch sehr nett. Aber er war eben nicht wie mein Sebastian. Der Schock folgte ein paar Tage später, als er mir gestand, dass er nicht der dunkelhaarige Schönling war, sondern der nette Junge. Nicht die Tatsache, dass er ganz anders aussah als beschrieben, sondern die Lüge und der Vertrauensbruch machten mir zu schaffen. Warum hatte er angenommen, dass gerade ich Vorurteile haben sollte? Nach dieser Enttäuschung brach ich den Kontakt ab. Tagelang hinterließ er mir immer wieder Nachrichten, in denen er beteuerte, wie sehr er mich vermisste und wie leid es ihm tat. Mein Herz schmolz und ich merkte auch, wie sehr er mir fehlte. Mir wurde bewusst, dass ich mich nicht in einen Schönling verliebt hatte, sondern in seinen unfassbar fesselnden Charakter. Egal wie er aussah, seine liebevolle Art machte alles wieder wett. Wir schafften es, uns zu versöhnen und knüpften an die vorherige Zeit an. Wir hatten eine wunderbare Zeit und per Skype lernte ich alle seine Freunde kennen. Sebastian, Chris, Linda, Grisha und Tessa wurden nach und nach genauso zu meinen Freunden. Trotz der großen Entfernung war es, als würde ich an ihrem Leben teilhaben und ich telefonierte mit jedem von ihnen täglich. Fast ein Jahr lang führten Sebastian und ich eine Online-Beziehung. Er bastelte für mich niedliche Grußkarten mit Liebeserklärungen, schrieb mir Gedichte und sang sogar für mich. Was für ein toller Kerl! Nach und nach begann die Beziehung jedoch darunter zu leiden, dass wir uns nicht treffen konnten. Die Entfernung zwischen uns war einfach zu groß. Eine Trennung war unausweichlich, auch wenn es für beide Seiten schrecklich schwer war. Auch wenn ich damals noch sehr jung war, so war er meine erste große Liebe und noch heute empfinde ich sehr viel für diesen ganz besonderen Menschen. Wir waren zwar danach noch sehr lange gut befreundet, doch unsere Leben entwickelten sich immer mehr auseinander und meine Depression stellte sich ebenfalls zwischen uns. Ich finde ja, dass Gefühle schwer zu definieren sind. Obwohl ich in jahrelangen Therapien gelernt habe, meine Gefühle mitzuteilen, fällt es mir unheimlich schwer, das Gefühl der Wut auszudrücken. Stattdessen schleichen sich die Traurigkeit und die Depression vor und nehmen mir mein Wutgefühl. Wenn ich Wut nur so richtig empfinden könnte, wäre es möglich, die Wut in den Kampf gegen die Depression zu schicken? Und könnte ich mir, wenn ich schon mal die impulsive Wut kennengelernt hätte, auch das Gefühl überglücklich und unbeschwert aneignen?
Seit meiner Depression sind mir Gefühle wie Zufriedenheit, Fröhlichkeit und Dankbarkeit ein Begriff. Aber dass ich aus ganzem Herzen glücklich bin und die Welt umarmen könnte, nein, das vermag ich nicht zu behaupten. Wahrscheinlich muss ich mich erst zu 100% selbst akzeptieren und mir nicht ständig die Schuld an meiner Depression geben. Ich weiß, dass das ein Lernprozess ist, den ich gerne beginnen möchte. Ich nehme die Herausforderung an und mache mich auf die Suche nach der Wut. Vielleicht hat diese ja auch das Glück an der Hand. Narben haben sich in all den Jahren nicht nur auf meiner Seele angesammelt, sondern sind auch äußerlich an mir zu finden. Ich habe lange nicht verstehen können, wie es dazu kommt, dass man sich selbst verletzt oder sogar Selbstmord begeht. Nachdem mich meine Depression aber immer mehr im Griff hatte, ich himmelhoch jauchzende und zu Tode betrübende Stimmungsschwankungen hatte und mein Körper Anspannungen ertragen musste, sodass ich nicht mehr wusste, wohin mit all diesen Gefühlen, begann auch ich, mich selbst zu verletzen. Das Gefühl, das ich hier hatte und das auch heute noch immer wiederkehrt, ist schwer zu beschreiben. Auf alle Fälle ist es so, dass ich meist, wenn ich mir diese Selbstverletzungen zugefügt habe, gar nicht richtig bei mir selbst war. In mir herrschte dann ein enormer Anspannungszustand, der mir in der Seele wehtat und es heute teilweise immer noch tut. Diese Leere in mir tut so weh, dass es gleichzeitig eine körperliche Belastung ist. Mir ging es so, dass ich die zugefügten Schmerzen teils überhaupt nicht mehr spürte. Aber gerade das wollte ich eigentlich, mich spüren, einen Kreis durchbrechen. Wenn eine Welle von Leere, Anspannungen, Traurigkeit, Einsamkeit und Angst die Kontrolle über mein Leben zu verlieren drohte, über mich hinweg zu spülen, dann versuchte ich, meinen Anker zu werfen. Ich fügte mir großflächige Wunden am Arm zu oder drückte ein zu heißes Feuerzeug darauf. Diese brennenden Schmerzen rissen mich aus der Tiefe zurück ins Leben. Bald schon brauchte ich aber immer öfter und unkontrollierbarer einen Rettungsring ins Jetzt. Jede Kleinigkeit verursachte das Verlangen, nachzuschauen, ob ich denn noch lebe. Und so verletzte ich mich permanent. Ich wurde süchtig danach und das, obwohl mir bewusst war, dass es nichts lösen würde. Doch es gab mir Impulse, die mich glauben ließen, ich könnte mich damit reinigen. Vor allem dann, wenn ich mich so verletzte, bis ich blutete. Ich versuchte damit, jegliche Enttäuschung und Verletzung in meinem bisherigen Leben zu bekämpfen, obwohl mir innerlich klar war, dass dies nie helfen würde. Zudem kam nach jedem Mal Schneiden, Ritzen oder Verbrennen ein noch tieferer Selbsthass auf und die Leere und Traurigkeit waren somit nicht bekämpft. Ich kann nur noch hinzufügen, sich selbst nicht zu verletzen erfordert eine enorme Kraft, Selbstdisziplin und Arbeit an und mit sich. Ich musste lernen, Anzeichen früh genug zu erkennen und Gegenmaßnahmen vor der Flut einzuleiten und viel trainieren, um den Pegel gesenkt zu halten. Ein Blutverdünnungsmittel, welches mir eigentlich für etwas anderes verschrieben wurde, hilft mir dabei, meine selbstzerstörerischen Gedanken in Zaum zu halten. Das Wissen, dass ich bei einer Selbstverletzung verbluten könnte, weil die Blutung eventuell nicht zu stoppen wäre, lässt meine Vernunft doch fast immer wieder gewinnen. Und darauf bin ich stolz. 18 Jahre. Ein tolles Alter, um das Leben zu genießen. Sich frei und unabhängig mit Freunden treffen, die Welt entdecken, das Leben erleben und sich dabei so richtig verlieben. So habe ich das bei vielen jungen Menschen und bei meinen Freunden in meinem Umfeld erlebt.
Doch mein Weg kreuzte weder das aufregende Nachtleben, noch konnte ich unbeschwert und ausgelassen durch die Welt tanzen. So unfassbar gerne hätte ich das Gefühl kennengelernt, die Welt umarmen zu wollen und wie es ist, Bäume auszureißen vor Glück. Da ich aber aufgrund meiner Depression ständig im Krankenhaus war, zog dieser Abschnitt des natürlichen Erwachsenenwerdens völlig an mir vorbei. Als ich gerade wieder mal für eine psychiatrische Behandlung in Maueröhling war, bemerkte ich eine wochenlang andauernde Taubheit in meinem rechten Bein. Weil ich gerade schon mal da war, schickte man mich nach Abschluss der Psychotherapie weiter auf die hauseigene Neurologie der Krankenanstalt. Zuerst fiel der Verdacht auf einen Zeckenbiss, der eben eine solche Gefühlsstörung auslösen konnte. Durch verschiedene Tests und Untersuchungen versuchte man herauszufinden, was denn nun diese Taubheit in meinem Bein auslöste. Den Anzeichen zufolge ging man sehr bald von einer Borrelioseerkrankung aus, welche durch eine Blutuntersuchung und eine Punktion der Rückenmarksflüssigkeit festgestellt werden kann. Diese Vermutung zerschlug sich in meinem Fall sehr schnell, denn die Signale deuteten in eine weit schlimmere Richtung. Die Ärzte befürchteten, dass es sich bei mir um MS, Multiple Sklerose, handeln könnte. Diesen Verdacht konnte man erst durch eine komplizierte Krankheitsbestimmung bestätigen oder ausschließen. Als ich die Mutmaßung von den Ärzten bestätigt bekam, schossen mir die Bilder von meiner ersten Reha in den Kopf. Von den MS-Erkrankten, die ich dort kennenlernen durfte und wie schwer der Krankheitsverlauf bei manchen war. Ich bekam unheimlich Angst, dass es mir genauso ergehen konnte. Das konnte und durfte einfach nicht sein. Nicht ich, nicht schon wieder ich. Es war genug. Mehr als genug. Das Maß dessen, was ich ertragen konnte, war zu diesem Zeitpunkt schon lange überschritten. In diesem Moment beschloss ich für mich, sollte der Befund positiv sein, würde ich mir das Leben nehmen. Wieder zu Hause angekommen, verging die Zeit und wir hörten monatelang nichts von einem Ergebnis. Die Furcht und der Gedanke an die Krankheit traten in den Hintergrund. Nach einer so langen Zeit, ohne eine Spur eines Resultats, nahmen wir alle an, dass die Tests negativ ausgefallen waren. Es hätte sich doch bestimmt irgendjemand gemeldet, was dem nicht so wäre, oder? Ich kämpfte also weiter mutig gegen meine Depression an, wozu ich begleitend immer wieder regelmäßige Termine bei meiner Neurologin im Krankenhaus Scheibs hatte. Seit ungefähr drei Monate nach dem beunruhigenden Gespräch auf der Neurologiestation in Mauer, hatte ich wieder mal einen zu einer Gewohnheit gewordenen Termin bei der Frau Doktor. Mit der Annahme, dass wir wie üblich über meine Gefühlswelt sprechen würden, begannen wir unsere Sitzung. Doch anders als erwartet, zog sie mir mit einer simplen Frage völlig den Boden unter den Füßen weg. Die Frage danach, warum ich eigentlich meine MS-Erkrankung nicht behandeln lassen wollte, warf mich völlig aus der Bahn. Wie bitte? Was? Habe ich mich gerade verhört? Irgendetwas war gewaltig schiefgelaufen. Aus irgendeinem unerfindlichen Grund war sie über die Diagnose informiert worden, ich und meine Eltern jedoch nicht. Sie hatte keine Ahnung, dass wir nicht in Kenntnis gesetzt worden waren. Diese Mitteilung traf mich wie ein Hammerschlag auf den Kopf. An ihrem Gesichtsausdruck konnte ich erkennen, wie unangenehm ihr diese Situation war. Wie unfassbar leid ihr das tat, dass sie mir mit dieser Diagnose noch eine weitere Bürde auf meine Schultern laden musste. Völlig ahnungslos hatte sie mich in diesem Moment mit einem weiteren Schicksalsschlag konfrontiert. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte ich jedoch keine Ahnung, was noch auf mich zukommen sollte.
Diese Information schlug bei mir ein wie ein Torpedo. Es fühlte sich an, als wäre ein Bumerang zurückgekehrt, von dem ich bereits gehofft hatte, dass er nicht mehr wiederkehren würde. Mein Körper und mein Geist befanden sich in einer regelrechten Schockstarre. Unfähig, noch irgendetwas zu fragen, nahm ich für den ersten Augenblick die Tatsache als gegeben hin. Meine Doktorin empfahl mir, zur weiteren Behandlung der MS wieder Kontakt mit der Neurologiestation in Mauer aufzunehmen, und so war die Sitzung auch schon wieder vorbei. Erst als ich von meinen Eltern aus dem Behandlungszimmer und ins Auto gebracht wurde, brach ich zusammen. Ich konnte nicht mehr. Den ganzen Heimweg über weinte ich. Es schmerzte tief in mir und meine einzigen Worte waren: Warum immer ich? Nach einer weiteren Untersuchung stellte sich heraus, dass ich noch dazu an einer sehr schweren Form der multiplen Sklerose erkrankt war. Was MS ist und was diese Erkrankung für mich im Speziellen bedeutet, möchte ich euch kurz erklären. MS ist eine chronisch entzündliche Autoimmunerkrankung. Im Fachjargon wird es als Encephalomyelitis disseminata bezeichnet. Also eine Erkrankung, bei dem das Rückenmark, das Zentralnervensystem und die Nerven betroffen sind. Vergleichbar mit einer Grippe, bei der das Immunsystem versucht, die Viren und Bakterien mit Entzündungen zu bekämpfen, um wieder gesund zu werden, passiert das auch in meinem Körper. Nur, dass eben nicht Viren und Bakterien bekämpft werden, sondern meine Nerven, mein Zentralnervensystem und mein Rückenmark. Diese Zerstörung verläuft in Schüben, bei denen die Leitfähigkeit der Nerven beeinträchtigt wird. Diese Beeinträchtigungen können wahllos im ganzen Körper stattfinden. In meinem Fall äußern sich diese Nervenschädigungen als Sehstörung, Sprach- und Schluckbeschwerden, Verlust der Gehfähigkeit und als Inkontinenz. Die Krankheit ist nicht heilbar, jedoch kann der Verlauf durch verschiedene Maßnahmen oft günstig beeinflusst werden und führt nicht zwangsläufig zu schweren Behinderungen. Bei anderen Erkrankten bleibt die Mehrzahl an Patienten noch viele Jahre nach Ausbruch der Krankheit sogar noch gehfähig. In meinem speziellen Fall handelt es sich vermutlich um die Form Marburg. Es scheint, als würde ich von einem Schub direkt in den nächsten rutschen, ohne jede größere Pause. Was zur Folge hat? Es scheint, als würde ich von einem Schub direkt in den nächsten rutschen, ohne jede größere Pause, was zur Folge hat, dass ich einem wesentlich schnelleren Verlauf und Verfall unterlegen bin. Innerhalb von nur 2 Jahren habe ich das freie Gehen verlernt und mittlerweile ist es mir nicht einmal mehr möglich, frei zu stehen. Des Weiteren ist auch mein Blasennerv davon betroffen und so merke ich leider nicht mehr, wann meine Blase voll ist. Abhilfe schafft seitdem ein Bauchdeckenkatheter. Außerdem ist meine Sehfähigkeit immer wieder stark beeinträchtigt. Doch diese genannten Störungen sind nur einige von vielen kleineren und größeren Beeinträchtigungen und Behinderungen, die mir den Alltag erschweren und sich über die letzten 7 Jahre entwickelt haben. Abschließend kann ich nur sagen, dass diese Krankheit mein Leben und das meiner Familie völlig auf den Kopf gestellt hat. Seit 4 Jahren kann ich nun schon keine Medikamente zur Behandlung der multiplen Sklerose bekommen. Das hat den einfachen Grund, weil ich gegen alle allergisch reagiere und ganz schlimme Erstickungsanfälle bekomme. Wie ihr ja schon wisst, habe ich 3 Geschwister. Christopher und Christina, die meine Drillingsgeschwister sind, und Stefan, unser großer Bruder.
Sie alle drei bedeuten mir unendlich viel. Wären sie nicht gewesen, hätte ich nie gehen gelernt. Ich wäre niemals 18 Jahre lang ein selbstständiger Mensch gewesen, so gut dies eben für meine Verhältnisse möglich war. Meine Beziehung zu ihnen ist zu jedem speziell, wie auch der Charakter jedes Einzelnen ausgeprägt ist. Gerade wir Drillinge könnten unterschiedlicher nicht sein. Ich erinnere mich auch noch an einen besonderen Ausflug mit Christina, der im wahrsten Sinne des Wortes zum Reinfall werden sollte. Wir wollten in den Nachbarort und um dort schneller hinzugelangen, hatte sie die tolle Idee, mit Rollschuhen zu fahren, denn ich musste ja im Rollstuhl sitzen. Anfang lief alles wie geschmiert und wir kamen richtig gut voran, fast so schnell, dass uns der Fahrtwind um die Nase wehte. Als wir jedoch an die Mühlbachbrücke kamen, übersahen wir eine Kante des Gehsteiges. Man ahnt es schon. Christina kam in Straucheln und schon flogen wir mit Sack und Pack die Böschung hinunter. Im ersten Moment hat das bestimmt ein lustiges Bild abgegeben, doch die Landung war leider nicht so sanft und witzig. Wir wussten beide nicht, ob wir lachen oder heulen sollten. Unsere Hosen waren zerrissen und mit Grasflecken übersät und einer meiner Finger fühlte sich wie gebrochen an. Meine Stirn war zerkratzt und blutig und auch meine Schwester hatte einige Kratzer und Beulen abbekommen. Trotz aller Wehwehchen entschieden wir uns, herzhaft darüber zu lachen und rappelten uns mühsam auf. Zufällig wohnte eine Tante von uns nur ein paar Schritte von unserem Unfallort entfernt, zu der wir uns auf den Weg machten. Sie säuberte die Gesichter, Hände und unsere Hosen, versorgte diverse Verletzungen und peppelte uns auf. So war die Welt für uns wieder in Ordnung und wir traten etwas vorsichtiger den Heimweg an. Einerseits war dies bestimmt ein schmerzhaftes Erlebnis, doch gleichzeitig gab es mir das Gefühl, ein Kind wie jedes andere zu sein. Es ist nicht einfach, die Gefühle zu beschreiben, die ich für meine Mutter und für meinen Vater habe. Sie gehören, wie meine Geschwister, zu den wichtigsten Menschen in meinem Leben. Meine Dankbarkeit für das, was sie bereits alles für mich getan haben und tun, ist grenzenlos. Man könnte es in einem ganzen Leben nicht wieder gut machen, denn ohne sie wäre ich nicht, wo ich heute bin und wer ich heute bin. Besonders mein Vater hat in den letzten Jahren so viel für mich geleistet, dass man es nicht in Worte fassen kann, wie viel mir das bedeutet. Er ist nicht nur mein Papa, sondern gleichzeitig schon immer mein bester Freund und Begleiter. Seit ich im Rollstuhl sitze und gegen meine schwere Depression ankämpfe, steht er wie ein Fels in der Brandung an meiner Seite. Er macht wirklich alles für mich. Auch meine Mutter ist jederzeit für mich da und ich kann immer auf sie zählen. Sie arbeitet Vollzeit im Büro und ich bin mir sicher, dass ihr diese Abwechslung gut tut. Dadurch ist sie dann am Wochenende für mich da und das mit vollem Einsatz. Trotzdem ist es selbstverständlich für sie, dass sie sich frei nimmt, wenn wichtige Termine oder Besprechungen mit Ärzten anstehen. Mein Vater arbeitet als Polizist und macht meinetwegen nur 24-Stunden-Dienste, damit er nur 2 bis 3 Tage in der Woche arbeiten muss. Die restliche Zeit der Woche verbringt er mit mir, meist im Auto, auf dem Weg zu Arztterminen oder Therapiestunden. Ich habe das bedrückende Gefühl, dass ich über die Jahre, ob es nun meine Schuld oder einfach grausames Schicksal ist, eine immer größere Belastung für meine Familie bin und werde. Mein großes Glück in dieser aussichtslosen Lage ist, dass meine Eltern sind, wie sie sind. Es mag zwar immer wieder herausfordernd für sie sein, doch ich weiß, dass sie mich bedingungslos lieben und das gilt umgekehrt genauso.
drei Seelen in meinem Körper. Es ist eine ziemliche Herausforderung, dieses Thema so zu erklären, dass eine fremde Person nicht annimmt, ich sei völlig verrückt. Ich versuche, eine Empfindung und meine Art und Weise zu erklären, wie ich mit den schwersten Lasten in meinem Leben umgehe. Im Großen und Ganzen kann ich behaupten, dass ich nach Möglichkeit versuche zu akzeptieren, was und wer ich bin. In meinem Körper sehe ich drei Seelen. Eine ist geformt von den Krankheiten, zum Beispiel durch die Multiple Sklerose. Eine weitere Seele vertritt meine Behinderung. Und natürlich gibt es noch Nummer drei, mich selbst, Ines. Sie alle gehören zusammen und machen den Menschen aus, der ich bin. Ich habe in einer Therapiestunde gemeinsam mit einer Psychologin drei Stühle aufgestellt, um ein Gespräch zu führen. Auf einem der drei nahm ich Platz, die anderen beiden kennzeichneten die Krankheit und die Behinderung. So sollten wir in einem Frage-Antwort-Spiel ein Gespräch gestalten. Von der Krankheit wollte ich wissen, warum sie immer da ist und mir mein normales Leben verwehrt oder die Vorfreude auf eine bestimmte Situation nimmt. Sie antwortete mir, dass ich keine Acht auf mich gebe und sie mich bremsen muss, bevor ich mir selbst schade. Die Frage der Behinderung jedoch warf mich aus der Bahn, denn sie wollte wissen, warum ich mir was vormache. Sie hatte mich durchschaut und bemerkt, dass ich noch nicht zu 100% bereit war, sie zu akzeptieren. Sie warnte mich davor, dass die MS stärker werden würde und ich dann die Zusammenarbeit mit ihr gefährden würde. Es fiel mir nicht leicht zu verstehen, dass ich sie ja grundsätzlich akzeptierte, aber ein Teil sich doch immer vor der Wahrheit verschloss. Bittere Tränen und die Erkenntnis, noch einen weiten und schweren Kampf vor mir zu haben, waren die logische Folge. Das alles mag sich für einen wirklich gesunden Menschen etwas verrückt anhören, doch es ist meine Art und Weise, damit umzugehen. So schaffe ich es, nicht tatsächlich durchzudrehen. Es gibt mir Kraft und ich kann besser dagegen ankämpfen. Zumindest haben meine Feinde ein Gesicht und ich muss nicht verzweifelt wie Don Quixote gegen Windmühlen ankämpfen. Jeden Tag stellt sich mir diese eine wichtige Frage. Wie viel Lebensqualität und Selbstbestimmung hat mein Leben noch? Früher war ich ein sehr selbstständiger Mensch, hatte große Träume und hohe Ziele, so wie es jede junge Mädchen hat. Selber hinausgehen in die Welt, Abenteuer erleben, eine steile Karriereleiter hinaufklettern oder einfach nur Mutter sein und ein erfülltes Dasein genießen. Doch meine Krankheit nimmt mir Schritt für Schritt die Selbstständigkeit und die Möglichkeit, selbst zu bestimmen, was mit mir und meinem Körper passieren soll. Seit Jahren bin ich an den Rollstuhl gefesselt. Teils versuche ich, diese Tatsache zu akzeptieren, teils bin ich noch immer fassungslos über diese Tatsache und kann es manchmal kaum glauben. Manchmal fühle ich mich schlechter als eine Schnecke, die ihr Haus mit sich herumträgt. Sie ist so verdammt langsam, aber wenigstens erreicht sie irgendwann ihr Ziel. Mir ist es leider nicht einmal mehr möglich, mich alleine von Raum zu bewegen. Am unangenehmsten ist es natürlich, den Toilettengang nicht mehr ohne Hilfe meistern zu können. Wie viel Lebensqualität hat man, wenn man sich nicht einmal mehr selbst den Po putzen kann? Ob nun körperlich oder psychisch, man befindet sich ständig in einem Ausnahmezustand. Ich schätze mein Leben, obwohl ich an dem Sinn sehr oft und stark zweifle, und genau dieser Zweifel ruft immer wieder starke Selbstmordgedanken hervor. Wisst ihr, wie anstrengend es ist,
wenn man innerhalb einiger Tage erneut einen Handgriff oder Schritt verlernt hat? Mein Geist ist vital und vollkommen gesund. Er wird durch meine Hülle gebremst, denn er würde so gerne Großartiges erreichen. Man könnte auch Folgendes sagen: Ich bin gefangen in meinem Körper. Die Seele und der Geist könnten alles schaffen und beide würden so gerne hoch hinaus wollen. Doch an deren Beinen hängt ein schwerer Klotz. Trotz meiner Behinderung versuche ich nebenbei auch ein ganz normales Leben zu führen. Ich habe meistens blaue Strähnen in den Haaren, habe Tätowierungen am ganzen Körper verteilt und trage ein Lippenpiercing. Ganz normal ausgefallene Dinge, die junge Menschen in meinem Alter so machen. Die Tattoos liebe ich aber ganz besonders. Denn ich finde, so kann ich aus meinem relativ nutzlosen Körper eine Leinwand machen und ihn auf meine Art und Weise gestalten. Jedes Tattoo hat eine besondere Bedeutung. Am Bein habe ich beispielsweise eine Sanduhr, die aus zwei Teilen besteht, oben mit einer Uhr, die meine Geburtszeit anzeigt, und unten mit einem Baum, der seine Blätter verloren hat. Es ist ein Symbol für Leben und Tod, geboren werden und sich wieder verabschieden. Anfang und Ende. Ein wichtiges Tattoo ist auch ein Engel, der in gebückter Haltung ausharrt und an seinen Beinen ein Schloss trägt. Dies ist bildlich dargestellt die Depression, die auch den Engel hindert zu fliegen und weiterzugehen. Marianne hat mir die Frage gestellt, was ich tun würde, wenn ich einen Tag gesund wäre. Oder wenn eine Fee kommen würde und mich 24 Stunden lang normal zaubern würde. Eine sehr schwere Frage, denn da gäbe es so viele Dinge. Ich würde gerne wandern gehen, Skateboard fahren, Skifahren, in einem Lokal tanzen und einfach flirten, ohne dass mir der Rollstuhl dabei im Weg ist. Oder ich wünsche mir, mal ganz alltägliche Dinge zu tun, wie mir selbst einen Kaffee zu machen und zu kochen. Einfach zu springen, laufen, den Gefühlen körperlich freien Lauf zu lassen. Der größte Wunsch jedoch ist so einfach, dass ihn viele nicht erraten können. Ich würde mir so sehr erträumen, dass ich mich einfach selbst im Bett umdrehen kann. Jede Nacht nur am Rücken liegend zu verbringen und sich nicht bewegen können, verursacht irrsinnige Schmerzen. Ja, das ist mein größtes Begehren, denn das empfinden wir als so normal, dass wir darüber nicht einmal nachdenken, solange es wir können. Jeder Mensch hat so seine Probleme und ich meine ganz eigenen. Das Leben durch die Augen eines anderen sehen. Verstehen, was es heißt, nicht normal zu sein. Und doch immer der Kampf nach Normalität. Ich bin ein Mensch im Zwiespalt mit meinem Körper und meiner Seele. Und ich kämpfe jeden Tag aufs Neue. Und ich lebe. Marianne Horn.
Entschuldigung, bevor. Die Ines ist gestern vom Krankenhaus nach Hause gekommen und tut sich heute nur schwer mit der Luft. Ich glaube, mit Sprechen wird es halt nichts, gell? Das ist ein bisschen schwer. Die Marianne wird für Sie und für die Ines heute sprechen. Wie gesagt, eine brennende Frage. Marianne, warum das Buch? Wie ist es dazu gekommen? Was ist die Geschichte? Also die Geschichte zu dem Buch ist natürlich bei der Ines zu finden. Es war schon ganz lange ihr großer Traum oder ihr Lebenstraum, ihre Biografie zu schreiben oder aufs Papier zu bringen. Sie hat da schon einmal einen Versuch gestartet, hat aber leider die ersten Seiten wieder verloren durch einen Speicherfehler und hat dann ein paar Jahre später wieder einen Aufruf gestartet oder überhaupt einen Aufruf gestartet, um sich Hilfe zu holen. Die Ines leidet leider an einer Rechtschreibschwäche, einer sehr starken, und hat halt jemanden gebraucht, der ihre Texte schreibt und formuliert. Wir haben das dann auch so gemacht, also wir haben sie über Facebook kennengelernt, wo sonst. Und wir haben sie gleich eigentlich super verstanden, haben zueinander den Draht gehabt und haben das ganze Buch dann so geschrieben, dass sie mir Passagen aus ihrem Leben erzählt hat, selbst Eindrücke diktiert hat und wir das Ganze dann umformuliert und ja, in die Form gebracht. Mit Erfolg, hoffe ich. Ja? Ihr habt schon eine große Anzahl von Büchern verkauft. Ja, das ist schön. Über 300 oder knapp 400 Bücher. Ja? Schön. Die Ines möchte sich ja mit dem Erlös der Bücher etwas Gutes tun. Und weil sie, wir haben heute so gesprochen, offensichtlich als Buchautorin auch Blut geleckt hat, gell, Ines, gell, was man heute gesagt, sie möchte einen Kurs besuchen, der ihre schriftstellerischen Fähigkeiten erweitert. Und ich glaube, das Buch, das ist gut angelegt, denke ich, ne? Ja. Ganz kurz, es freut uns alle, dass Sie heute so zahlreich erschienen sind und die Ines und die Marianne werden draußen jetzt noch Bücher signieren, bin ich da richtig informiert, ja? Wir freuen uns sehr, wenn Sie eines mit nach Hause nehmen würden. Na, es lohnt sich wirklich, das ist jetzt nicht nur so dahin gesagt. Ich hoffe, ich konnte Ihnen ein bisschen einen Booster machen auf dieses Buch. Und es ist draußen erhältlich und ich nehme an, die Autorinnen und in diesem Fall die Marianne beantwortet noch gerne Fragen, wenn sie weitere an sie haben. So, und jetzt gehen wir ein Achterl trinken oder so, ne? Danke. Der erste ist übrigens los, bitte, dass nicht jeder sieht. Ja. 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 Ja.